guten halben Stunde geht's los um 19 Uhr. Die große Frage, welche Protagonisten werden es heute Abend richten? Also wir wissen ja, bei Leverkusen fällt Bernd Leno verletzt aus. Und es steht ein alter Bekannter im Tor, habe ich gehört. Ja, da müssen wir mal ganz weit schauen. Ganz, ganz hinten ist er, Michael Rensing, sein erstes Spiel überhaupt für Bayer Leverkusen. Kam ja vom nicht wirklich so gern gesehenen Nachbarn aus Köln. Sollte so ein bisschen Bernd Leno unterstützen. Und jetzt ist er auf einmal im Tor. Der 28-Jährige war ja vorher bei Köln in der zweiten Liga oder in der ersten Liga im Einsatz. Aber der war den Kölnern einfach zu teuer. Deswegen wollte man ihn aussortieren. Und Leverkusen hat gesagt, den können wir gut gebrauchen. Und das merkt man jetzt auch. Die überraschende OP von Bernd Leno am Schleimbeutel, am Ellbogen. Ja, die bringt jetzt Michael Rensing ins Leverkusener Tor. Und die Frage ist, wie lange? Denn Bernd Leno fällt erstmal auf unbestimmte Zeit aus. Er wird sicherlich im Mittelpunkt stehen, denn ihm gegenüber wird im Strafraum häufiger mal Fabian Klos auftauchen. Das ist der Arminia-Stürmer, der zuletzt 9 Treffer gemacht hat und natürlich drauf brennt Michael Rensing heute einen einzuschenken. Ansonsten fehlt bei Bayer Leverkusen Karim Bellarabi. Der wird auch ausfallen mit einer Schambeinverletzung. Ansonsten wird denke ich mal, Sammy Hüppier eigentlich dieselbe Mannschaft ins Feld schicken, die auch in Bayern gewonnen hat. Ein bisschen schwierig wird das heute zu spielen für beide Teams, denn der Untergrund hier auf der Bielefelder Alm, ja, der ist jetzt nicht so ganz der Knaller, würde ich mal sagen. Also mit Grün hat das nicht viel zu tun, ist mehr Braun. Also wenn wir uns da mal die ein oder andere Stelle angucken. Und jetzt, Achtung, kommt meine absolute Lieblingsstelle. Wenn wir nämlich mal hier an die Eckfahne gucken, hier kommen jetzt gerade die Bälle an. Ja, hier ist meine Lieblingsstelle. Können wir das mal zeigen hier? Das ist nicht gerade, da ist ein Loch. Und das Schönste ist, hier ist noch richtig viel Farbe. Ich freue mich schon auf den Spieler, der da nachher als erster reinrutscht. Der ist auf jeden Fall weiß. Also der sieht dann so aus, glaube ich mal. Ja. Tja, sieht top aus, Dirk Große Schlammern. Ich glaube, du spielst gleich Golf, weil das sieht wirklich aus wie ein Golfloch da unten. Vielen Dank für die Eindrücke.